Eins. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fußball-Vlog am Donnerstag. Ja, es tut sich ja relativ viel, transfertechnisch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wieso man es jetzt einordnen. Transfer, ist es schon Transfer, ist es Gerücht mit dem Sommer nach München als jetzt neuer Ersatz oder weiß ich, hast du einen neueren Stand als ich? Weil mein Stand war, er hätte eine mündliche Zusage. Also, der letzte Stand ist wohl, Jan Sommer würde gerne das Angebot vom FC Bayern annehmen. Der FC Bayern hat sich wohl jetzt auf Jan Sommer versteift, weil Herr Nübel wohl nicht zurück möchte. Und alle anderen Torhüter, die gehandelt wurden, wussten anscheinend auch nicht sehr viel von ihrem Glück. Ja, Und gut, das ist ja normal. auf der einen Seite kann man Gladbach verstehen, weil das ist jetzt die letzte Periode, wo sie nochmal Geld bekommen. Auf der anderen Seite kann man sie aber auch verstehen, dass sie natürlich dem nicht einfach so nachgeben, weil sie höchstwahrscheinlich erstmal einen adäquaten Ersatz brauchen, wenn du den überhaupt bekommen kannst. Ja, gut, das ist ja die Frage, du könntest natürlich mit dem Sippel jetzt in die letzten, also quasi in die Rückrunde gehen. Also, glaube ich, einen adäquaten Ersatz jetzt. Also, man muss einfach sagen, der Sommer ist einer der weltbesten Torhüter. Da ist es natürlich schon sehr, sehr schwer, dann einen adäquaten Ersatz zu kriegen. Ja, wie gesagt, deswegen, das sind jetzt also anscheinend die zwei Probleme, dass sich der Spieler und der FC Bayern wohl einig sind oder mehr oder weniger einig sind, dass eigentlich auch, glaube ich, Gladbach dazu bereit ist, weil sie halt nochmal Geld bekommen können, aber sie suchen scheinbar noch einen Torhüter. Ja, gut, ist ja Vor gut, du allem, brauchst ja er muss einen. ja im Endeffekt, dieser Torhüter muss ja auch bezahlbar sein. Weil wenn ein Spieler, egal wie gut er ist, wie auch ein Jan Sommer, nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, horrende Summen wirst du nicht mehr für ihn bekommen. Nein, das ist es ja, also im Prinzip. Daher, nö, es macht, also wie gesagt, macht meiner Meinung nach gut, wie gesagt, also für die Bayern macht es auf jeden Fall Sinn. Denn die kriegen einen Weltklasse-Torhüter und haben damit eigentlich ihre Probleme erstmal gelöst. Wie gesagt, für Gladbach macht in dem Sinn Sinn, dass sie Geld bekommen, verlieren natürlich auf der anderen Seite wirklich schon einen Stabilisator hinten, was für die Ambitionen Richtung Europapokal, die man ja in Gladbach hat, natürlich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, am Ende des Tages, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Form vom Sippel ist, ob der das Zeug dazu hat, im Endeffekt jetzt die halbe Saison als Nummer 1 zu bestehen. Früher hätte ich gesagt, hat er auf jeden Fall. Ja, hätte ich jetzt Aber man auch darf gesagt. jetzt auch nicht vergessen, er hat jetzt mehrere Jahre eigentlich als Nummer 2 so gut wie nur auf der Bank verbracht. Ja. Ja gut, er hat jetzt mal, wie es sich der Sommer verletzt hatte, gespielt. Also in der Dings war jetzt nicht das Schlechte. Wie gesagt, er hat nicht die Qualität, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber. Aber zumindest, also ich würde ihn weiterhin als relativ guten Bundesliga-Torhüter einschätzen, der vielleicht mit der Spielpraxis dann auch wieder an seine Leistungsfähigkeit, die er mal definitiv hatte, anknüpfen kann. Das muss man aber natürlich sehen. Ich würde auch Herrn Ulreich als guten Bundesliga-Torhüter einstufen, aber trotzdem scheint der FC Bayern ihm zum Beispiel nicht als Nummer 1 zu vertrauen. Gut, da ist ja natürlich auch die, muss natürlich die Ambition der Bayern. Ich glaube, sagen wir mal so, wenn die Bayern nur noch in der Liga aktiv werden, hätten sie das mit Ulrich gemacht und auch im Pokal. Aber die wollen natürlich auch noch das große Ding Champions League. Und da würde ich ja schon sagen, fehlt ihnen, glaube ich, ineffektiv ein bisschen was. Aber auch da gehe ich mal davon aus, dass das die Verantwortlichen beim FC Bayern besser wissen als ich. Die, hoffe ich, gucken ihn sich jeden Tag im Training an. Ja. Ja, ja gut, es ist ja dieselbe Sache, wenn man jetzt beim FC Bayern ja sind, geht ja heute, er scheint ja auch in München schon zum Medizincheck mit Danny Blind, auch ein Links, ja, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt Linksverteidiger spielt, als Kann er. drei Positionen spielen. Ja. Linker Verteidiger ist die Stammposition, aber er kann auch in die Mitte als Innenverteidiger rücken und als Sechser. Gut, wie gesagt, aber mal, sagen wir mal, sinnvoll wäre es natürlich, wenn man sagt, Hernandez zu übersetzen. Mit Danny Blind hätte sie meiner Meinung nach keine schlechte Lösung gefunden. In dem Fall muss ich sagen, ich finde die Lösung, die Sie da präsentiert haben, ideal, weil ich meine, auf der Linksposition hast du erstmal Alphonso Davies. Das heißt also, du hast einen, der definitiv den Backup spielen kann. Das
Gute daran ist, der Innenverteidiger, der neben ihm spielt, ist Matthijs de Ligt. Das heißt, die beiden können in Niederländisch reden, müssen sich also nicht mit Deutsch quälen. Ja. Ja, Französisch. Du kannst, wie gesagt, du kannst Daley Blind, kannst du auch auf die Innenverteidigerposition ziehen. Und wenn gar nichts geht, er hat auch bewiesen, dass er einen recht guten defensiven Sechser spielt. Also wenn du mal wirklich einen brauchst, der eher positionsgetreu spielt, ohne dass ich jetzt Kritik an Herrn Kimmich damit übe, ist er schon ideal. Ja. Deswegen. Und wer 333 Spiele für Ajax Amsterdam bestritten hat, ich glaube, der kann Fußball spielen. Das glaube ich auch. Wie gesagt, er hat sich auch jetzt bei der WM gezeigt, noch, dass er es noch kann. Ja, und wie gesagt, ich glaube, er wird für alle drei Positionen nur als Backup geholt. Aber wenn du ihn dann brauchst, kannst du ihn reinschmeißen, machst nichts falsch. Und, ja. Und vor allem, du nimmst ihn ja jetzt auch erstmal nur für ein halbes Jahr unter Vertrag. Und falls sich irgendwas ergibt, ich glaube, du wirst mit dem auch noch ein weiteres Jahr verlängern. Ja, also was ich gehört habe, war jetzt also fest bis zum halben Jahr plus Optionen auf ein weiteres. Also genau das funktioniert. Haben sie relativ kostengünstig Backup auf der Seite. Funktioniert es nicht, ist man in einem halben Jahr sozusagen wieder los. Ohne jetzt das große finanzielle Risiko anzugehen. Ja gut. Finanzielles Risiko steht woanders, beim FC Bayern glaube ich nicht ganz weit vorne, wobei ich halt auch glaube, dass ein Daley Blind nicht ganz umsonst spielt. Ich glaube, für andere Vereine wäre in der Bundesliga zum Beispiel wieder nicht erschwinglich. Ja, und deshalb, wie gesagt, dann darf man auch, wie gesagt, auch die Bayern, deshalb sind die Bayern das, was die Bayern sind, weil sie nämlich eigentlich extrem aufs Geld kriegen. So. Gut. Du hast jetzt mal deine zwei Fragen zum FC Bayern durch. Ja, gut, reicht doch, oder? Ja, gut, das war jetzt. Ja, es hätte ja sein können, dass du jetzt auch noch über Herrn Choupo-Moting sprechen möchtest. Warum? Der tut seinen Job, hätte ich fast gesagt. Ja, gut, angeblich sollen ja englische Vereine hinter ihm her sein. Ja, das ist ja das, was wir. Und jetzt zum Wintertransfer. Immer abwarten, bis es zumindest spruchreif ist, weil. Wie gesagt, die Transfergerüchte gibt es, glaube ich, wie Sand am Meer wieder. Da kannst du ganze Sendungen mitfüllen. Ja gut. Wenn es um Transfergerüchte geht, habe ich ja die Befürchtung, dass die Eintracht in die Rückrunde ohne Spieler startet. Das meine ich. Also wie gesagt, wenn du das alles immer wieder hörst, gut, auch da ist natürlich die Frage, was jetzt immer wieder natürlich auch die zwei, die jetzt die Verträge auslaufen, sprich Endika und Kamada, sollte wirklich, und das ist ja dann eine Frage, was bringt's? Also ich bin da der Meinung, sollte irgendeinen unsittlichen Geldbetrag geboten werden, müsste man drüber nachdenken, eigentlich ab einer gewissen Summe X muss man abwägen. Wie gesagt, Kamada und Dika, wenn man jetzt auch ganz ehrlich ist, haben jetzt beide auch nicht horrende Summen gekostet. Für die Eintracht war es viel Geld, aber ja. Es waren jetzt aber auch keine Rennsummen und beide auf dem Platz, glaube ich, bringen der Eintracht einfach mehr, weil wir weiterhin die Chance haben, auch nächste Saison dadurch international zu spielen. Ja. Und dann einfach zu sagen, was weiß ich, der FC Barcelona bietet jetzt 8 Millionen für einen Diga, das heißt, wir hätten 2 Millionen plus gemacht. Super. Ja. Finde ich das internationale Geschäft mit ihm besser. Ich wollte gerade sagen, und nimmst dir vielleicht die Option, die Champions League zu erreichen. Gut. Wenn du es beides nicht schaffst, ist es blöd, aber das ist aber, wie gesagt, auch da denke ich, dass der Herr Grösche rechnen kann und weiß, wie die Sache aussieht. Das meine ich ja. Wenn jetzt natürlich einer um die Ecke kommt und 20 Millionen für einen Endika bietet, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Wie gesagt, wie jetzt der Scheich mit Herrn Endika plant, weiß ich nicht. Das, wie gesagt, ich leide auch nicht. Das ist nämlich der Einzige, glaube ich, der mit solchen Summen jetzt um die Ecke kommt. Und Scheich gibt es ja genug, wenn man in die Premier League guckt. Und da siehst du ja auch im Prinzip, es war ja so, auch nochmal gesagt, die Spiele laufen ja. Gut, im Prinzip, es hat sich eigentlich, sagen wir mal, Liverpool schwächelt weiter vor sich hin. Keine Ahnung, was da los ist. Kam ja jetzt auch wieder mal die Diskussion die Woche auf Klopp als Bundestrainer, wo er ja eigentlich wieder gesagt hat, naja, jetzt nicht, aber prinzipiell, warum mal nicht, wenn der richtige Zeitpunkt ist.
Was würdest du eigentlich, also ich fände Klopp, sage ich ganz ehrlich, als Bundestrainer könnte ich mir das natürlich schon klasse vorstellen. Ich kann mir Jürgen Klopp mehr oder weniger als alles vorstellen. Ja gut, Also, das kann sich Jürgen Klopp auch, das ist ja. ja, nein, ich durfte ihn ja schon dreimal in meinem Leben persönlich kennenlernen. Und so wie wir ihn alle vor der Kamera erleben, so ist er auch hinter der Kamera, kann ich mal jetzt verraten. Deswegen, also, der kann sich alles vorstellen, ich kann mir alles bei ihm vorstellen. Aber ich finde auch seine Einstellung gut, dass er darauf verweist, dass er ein Arbeitspapier beim FC Liverpool hat und dort noch eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und nicht, weil der DFB ruft, einfach sagt, Verträge interessieren mich nicht. Ja gut, ja, Also. und er sagt ja auch im Prinzip, im Moment heißt der Bundesliga der Trainer Nummer Hansi Flick. Das ist ja auch. Ja, das kommt auch noch dazu, aber wie gesagt, ich finde die Einstellung gut, dass wir da mal auch einen haben, der einfach mal darauf verweist, ich habe ein gültiges Arbeitspapier und ich von meiner Seite aus möchte gerne das Arbeitspapier erfüllen. Eben deshalb, wie gesagt, und vorstellen kann man sich viel. Dann muss man halt mal schauen. Sollte die Ära Klopp in Liverpool zu Ende gehen, wann sie zu Ende geht und wie dann die Situation beim DFB ist oder ob es dann vielleicht einen anderen englischen Verein gibt, den haben will oder französischen oder deshalb. Also ich kann Ja, mir gut, vorstellen. wobei ich glaube, Jürgen Klopp hat immer klargestellt, dass er massiv über die Sprache kommt. Also, das glaube ich, stellt er auch für sich selber klar. Und mir ist jetzt nur bekannt, dass er Deutsch und Englisch kann. Ja, gut, also. Also Frankreich, Spanien, Italien wird dann schon schwer, wenn du dich selber als jemand definierst, der sprachlich die Spieler erreichen will und muss. Ja, gut. Bleiben wir mal im englischsprachigen Raum und sieht für mich. Heute Abend Chelsea gegen Man City. Ja, ich guck's. Ich wollte gerade sagen, heute Abend Chelsea gegen Man City gibt es ein Leckerbissen. Wobei du wirklich auch sagen musst, Chelsea muss langsam liefern, sonst wird es Ja, Richtung Man Champions City muss aber auch liefern, weil League. ansonsten weiß ich nicht, wer noch irgendwie Arsenal einfangen möchte. Ja, da wollte ich eigentlich ursprünglich darauf hin. Also ich bin schon ein bisschen über die Performance von Arsenal überrascht. Also ich kann mich jetzt nicht im Sommer erinnern, dass die ja so einen namhaft nachgelegt habe. Also, Sie haben jetzt vielleicht nicht namhaft nachgelegt, aber aber anscheinend haben sie an den richtigen Stellschrauben ich glaube, nachgelegt. sie haben aber in den letzten Transferperioden haben sie sehr, sehr intelligent zusammengekauft und haben sich eine Mannschaft auf Zeit aufgebaut. Ja. So. Und nicht gesagt, wir müssen in dieser Transferperiode für 400 Millionen Spieler kaufen, um dann am Ende der Saison Meister zu werden, sondern da hast du wirklich gesehen, da hat man sich die Zeit gegeben, da hat man oder gegönnt und hat eine Mannschaft aufgebaut. Das Ja. siehst du bei Arsenal. Und diese Mannschaft ist jetzt anscheinend so weit, dass sie das abrufen kann, was sie abrufen kann. Wobei ich aber auch der Meinung bin, ich glaube, in dem einen oder anderen Spiel hatten sie auch ein bisschen Glück, beziehungsweise haben auch überperformt. Aber trotzdem, nicht umsonst stehst du so weit in der Premier League an der Spitze. Ja, dann sagen wir mal so, im Prinzip egal wie es jetzt, wie gesagt, selbst wenn die City ja heute Abend gewinnt, sind es 5 Punkte, die sie noch vorne sind. Ja, wie Ob die gesagt, aber City das heute Spiel Abend heute auf Abend hat Chelsea City trifft, auch noch nicht gewonnen. das wollte ich gerade sagen. Und das haben sie noch nicht gewonnen. Deshalb, also, es sieht sehr, sehr gut für Arsenal aus. Und das, gut, ein anderer natürlich, der jetzt neu da oben ist, gut, da muss man natürlich wieder sagen, das ist das englische System. Viel Geld, baust du dir eine Mannschaft, da ist natürlich Newcastle United. Ja, gut, Ist wie jetzt nicht wirklich gesagt. überraschend, wenn man gesehen hat, wie die eingekauft haben. Ja, wobei sie eigentlich für das Geld, was jetzt in dem Ver oder hinter dem Verein steht, haben sie eigentlich für deren Verhältnisse noch relativ human eingekauft. Also ich dachte eigentlich, als der Verein übernommen wurde, dass jetzt utopische Zahlen für irgendwelche Spieler gezahlt werden. Und wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich waren nur zwei überteuerte Transfers dabei. Der Rest war alles eigentlich so im Rahmen, dass du sagst, ja.
Das ist der Spieler irgendwo vielleicht auch bei den aktuellen Marktgegebenheiten wert. Dass die Spieler alle das gar nicht wert sind, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir gehen mal von den Marktgegebenheiten aus. Ja, ja, nur, wie gesagt, aber da ist, na gut, und eine andere, muss man auch mal, Dings, ist ja, was mich auch wirklich überrascht hat, ist der FC Fulham als Aufsteiger. Jetzt im Moment stand heute Tabellen-Siebter. Wenn man als Aufsteiger guckt, man natürlich 13 Punkte mehr als im Moment der erste Abstiegsplatz mit Everton. Also das ist schon auch gut. Auch da, gut, wie gesagt, keine Ahnung. Man muss einfach ja sagen, die haben ja in England einfach massiv viel mehr Geld zur Verfügung als eigentlich jeder andere Europäer, der also jetzt nicht vielleicht Scheichgelder hinter sich hat. Ja, wie gesagt, über die Geldflüsse in England braucht man, glaube ich, nicht großartig diskutieren. Wenn du dir alleine vor Augen führst, die TV-Tabelle, der 20. der Premier League verdient mehr als der FC Bayern. Ja, das meine nur ich bei TV. Ja. Also ohne Merch und alles, alleine TV-Einnahmen. Und das zeigt doch eigentlich schon, wie weit entrückt die Premier League dem restlichen Fußball ist. Ja gut, aber wenn man die Premier League, sagen wir mal, sich als geschlossene Liga ja anschaut, ist sie natürlich mit einer der spannendsten in Europa, weil natürlich in dem Sinn gewisse Ausgeglichenheit nun mal herrscht, weil halt nahezu jeder natürlich über immense Geldmittel verfügt. Und nicht jetzt, sagen wir mal, klassisch wie bei uns, der FC Bayern eigentlich der Liga, das muss man einfach sagen, komplett entrückt ist. Oder auch, ja, in Spanien sind es halt die zwei großen, Real und Barcelona. Wie gesagt, ohne jetzt das Finanzmodell Barcelona wieder, aber endeffektlich sind sie auch die zwei der La Liga entrückt. Aber deshalb hast du natürlich in England auch, obwohl alle viel Geld haben, natürlich eine gewisse Bewegung in der Tabelle. Ja, ganz oben tut sich eigentlich relativ wenig oder ist jetzt, wie gesagt, auch mal ein bisschen. Aber normalerweise hast du natürlich, was auf Mittelfeldraum angeht, schon noch sehr, sehr viel Bewegung drin. Ja, wie gesagt, natürlich, alle Vereine in England haben viel Geld. Da gibt es aber auch Reiche und Superreiche. Die Superreichen machen in der Regel die Meisterschaft unter sich aus. Die Reichen spielen um den Abstieg. Ja, so. Ja, siehst du ja, am besten Beispiel ist West Ham, die jetzt ganz, ganz tief im Tabellenkeller hängen. Wie gesagt, letztes Jahr im Halbfinale der Euroleague standen. Ja, aber da haben sie mich auch schon nicht so massiv beeindruckt. Ja gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich tun meistens englische Mannschaften nicht mehr beeindruckend. Das war früher mal anders, also wie sie weniger Geld hatten und ihre englischen Tugenden auf den Platz gebracht haben. Naja, du, wie gesagt, am Ende des Tages, es gibt gewisse Spiele, die gucke ich mir in der Premier League wirklich gerne an, zum Beispiel das heute Abend, aber es gibt auch Begegnungen, gebe ich ganz ehrlich zu, da gucke ich mir am Ende das Ergebnis an, gucke mir ganz kurz die Statistiken an und sage, ja, habe ich nichts verpasst. Ja. Ja gut, das hast du ja in jeder. Es ist, wenn wir La Liga gucken, im Prinzip ist es ja da auch hinter den zwei Großen ist es sehr, sehr spannend, aber du wirst bestimmt nicht spätestens gegen Villarreal angucken. Ich gucke mir in La Liga sowieso nur eine Mannschaft an. Ja, gut. Und die andere Mannschaft, die du da probierst, mir immer schmackhaft zu machen, die gucke ich mir nur zweimal beim Klassiko an. Ich wollte gerade sagen, genau zweimal. Gut. Ja, ab und zu treffen sie auch im Reyes-Pokal aufeinander. Gut, Reyes-Pokal sollte man vielleicht auch gut. Diesmal das Mäntelchen des Schweigens, aber auch da ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. Nee, das muss man ganz ehrlich sagen. Vollkommen egal. Was zählt, ist Weiterkommen. Das haben sie geschafft. Und wie ist dann eigentlich auch erstmal zweitrangig? Darum geht's. Gut, man muss natürlich auch bei Real und auch bei dem anderen Verein natürlich sagen, die haben so ein Mammutprogramm in den Knochen, dass man natürlich auch gucken muss, dass man mit seinen Kräften haushaltet. Das gehört ja dazu. Ich meine, und am Ende des Tages gibt es natürlich auch eine Wertigkeit, was wie wichtig ist. Also für Real ist natürlich die Meisterschaft und die Champions League einfach wichtiger als der Reyes-Pokal. Also ja. Deswegen findest du teilweise auch im Reyes-Pokal Aufstellungen, die du dir selbst als glühender Real-Fan niemals hättest erträumen können. Ja. Naja, wie gesagt, Prioritäten. Gut,
Ich glaube auch insgesamt, wenn du die Bayern fragst, DFB-Pokal oder Champions League, werden sie nicht DFB-Pokal sagen. Auch das würde mich irritieren. Während, sagen wir mal so, bei uns würde ich schon sagen, wenn mir einer gesagt hat, gut, du kannst sicher den DFB-Pokal gewinnen und kannst in der Champions League mitspielen, würde ich den DFB-Pokal als Gewinn nehmen. Aber wobei finanzielles gescheiter wäre, ein Champions League zu spielen. Ja gut, das Finanzielle ist Qualifikation allein schon für die Champions League, aber am Ende des Tages kann ich nur sagen, erinnere dich an 2018 zurück durch den DFB-Pokalsieg, vielleicht sogar Ja. 2017 durch die DFB-Pokalniederlage im Finale, hat ja erst unsere Reise begonnen. Ja gut, du kannst vielleicht, wie gesagt, es ist ja das, wenn ich überlege, dass man ja 16 noch mit einem Bein bereits in der zweiten Liga standen, nach dem Hinspiel gegen Nürnberg. Ich würde mal sagen, es war schon mehr als ein Bein. Das war schon mehr als ein Bein, ja. Wie gesagt, mit 1-1 zu Hause nach Nürnberg, du musst in Nürnberg gewinnen, Tore schießen, war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt die Erfindung der Eintracht. Und wenn du dann eigentlich siehst, wie gesagt, das sind jetzt 7 Jahre her, was eigentlich, aber da sieht man auch, was man, wenn man gut wirtschaftet, wie du auch wieder hochkommen kannst, wenn du diese Wucht der Traditionsvereine nutzt. Wie gesagt, deswegen habe ich auch die ganze Kritik, die dann aufkam, an Freddy Bobic nicht so nachvollziehen können, weil wir müssen das einfach Freddy Bobic und Niko Kovac Ja. zugute halten, dass sie uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Und dass beide nicht mehr hier sind, ist so und dann ist auch gut. Deutet ja auch darauf hin, dass sie eine gute Arbeit geleistet haben. Normalerweise. Würde mich jetzt irritieren, wenn du jetzt gesagt hättest, haben keine gute Arbeit geleistet, weil dann wüsste ich jetzt nicht, warum wir da sind, wo wir sind. Ja, Also. nein, wie gesagt, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja auch immer dann die Sache, wie passt was zusammen? Keine Ahnung, das ist ja das, was ich auch immer sage. Wir haben dem Bruchhagen unendlich viel zu verdanken. Vielleicht war es am Ende zu lang, ich weiß es nicht. Aber andersrum, er hat einen sehr, sehr gesunden Verein übergeben, an dann vielleicht eine Generation, die junger, mutiger war, um aus dem, was sie bekommen haben, einfach dann das Beste rauszuholen. Auch da bin ich voll auf deiner Seite. Erstmal glaube ich, hättest du jemanden finden müssen, der so verrückt ist, damals den Verein an der Spitze zu übernehmen. Weil ich glaube, nicht viele haben sich drum gerissen, zu sagen: Oh, geil, ich werde Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt. Weil, wenn ich das mache, darf ich mich eher mit Insolvenz Recht auseinandersetzen als mit Ja, gut, noch das Fußball ist jetzt spielen. ganz damals, meinst du jetzt, also wie der Bruchhagen. Ja, Ja. und deswegen sage ich da durch seine, ja, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, biedere Art hat er uns gerettet, zusammen mit Friedhelm Funkel, weil auch den Trainer musst du erstmal finden, wenn du dem fröhlich erzählst. Also, wenn ein Spieler auch nur Geld bringen kann, den verkaufen wir dir und Ja, dafür und kriegst du kriegst. einen Spieler. Wenn du Pech hast, der nicht mal Fußball spielen kann. Ja, So. und du kriegst nur einen Jahresvertrag, weil wir haben keinen Bock, riesige Trainerabfindungen zu bezahlen. Genau. Und 5 Co-Trainer? Nein. Also, so. Und ich meine, also diesen beiden Herren haben wir jetzt hier in Frankfurt, alle, die es mit der Eintracht halten, wirklich sehr, sehr viel zu verdanken. Ich glaube auch, dass Herbert Bruchhagen am Ende zu lang am Ruder war. Weil er dann doch eben das, was uns damals so gut getan hat, einfach zu lange gemacht hat, weil du gesehen hast, es war keine Risikobereitschaft da. Es war auch in einer gewissen Form keine Fantasie da. Aber das muss man dann ja Freddy Bobic und auch Niko Kovac zugute halten. Sie brachten die Fantasie in den Verein, sie brachten Risikobereitschaft in den Verein. Vieles hat funktioniert, nicht alles. Und aus diesem Grund müssen wir diesen 4 Personen, wir als Frankfurter, dankbar sein. Ja, im Prinzip musst Und du leben. Auch wie gesagt, natürlich war der Abgang von Hütter nicht der traumhafteste. Ich glaube, das bräuchte er auch heute noch so im stillen Kämmerlein. Aber endeffektlich hat er auch der Trainer Hütter uns dann in eine ganz andere Dimension gebracht. definitiv. Vor allem müssen wir den Gladbachern dankbar sein, dass sie diese Summe überwiesen Überwiesen haben. haben, ja. Gut.
Das ist halt, sagen wir mal, mittlerweile halt auch das Geschäft. Deshalb gut. Aber wenn wir schon bei der Eintracht sind, funktioniert ja eigentlich der Übergang nach Italien fast reibungslos, denn schließlich Neapel ist das nächste große Ding in der Champions League. Haben jetzt bei Inter verloren. Wie weit verfolgst du eigentlich die Serie? Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, ich gucke drauf, aber es ist eigentlich komischerweise von den großen Ligen nicht die, die mich wirklich am meisten interessieren. Ich habe es natürlich früher, als ich aufgewachsen bin, wesentlich mehr verfolgt, weil ich zwei oder dreimal im Jahr natürlich auch durch die Urlaube mit meinen Eltern sowieso in Italien war und weil zu der Zeit ja auch sehr, sehr viele deutsche Spieler in der Serie A waren. Also Matthäus, Klinsmann, Völler, Hässler, Kolar. Aber das ist dann irgendwie auch ein bisschen abgeebbt. So wie ich keine Urlaube mehr mit meinen Eltern mache. Ja. Und ja, ich gucke es natürlich mir immer noch an. Gibt auch Vereine, mit denen ich ein bisschen mehr mitfieber als mit anderen. Komischerweise irgendwie, ich habe in Italien schon immer irgendwie ein bisschen, ohne dass ich wusste, dass es eine Fanfreundschaft mit der Eintracht gibt, Atalanta Bergamo gemocht. Aber die haben auch halt früher schon einen sehr rustikalen Fußballstil gepflegt. Und ich Ja bin gut. eher so dem Rustikalen zugeneigt. Ja gut, was Bergamo hat auch im Prinzip auch, mal davon abgesehen, ist ja der Andreas Möller dahin gewechselt war. Aber was ich eigentlich auch Bergamo eigentlich immer so interessant fand, auch da muss man ja sagen, das ist ja eigentlich fast schon das Paradebeispiel, wie man mit einem Investor langfristig nach oben kommt. Also als gutes Beispiel. Denn wie du sagst, Definitiv. wie wir jünger waren, war ja Bergamo auch eher immer Abstiegskandidat, beziehungsweise auch mehrfach in der Serie B. Was eigentlich immer wirklich schön war, ist natürlich, es ist ja eigentlich ein Vorort von Mailand. Und Hui. ja, Hui. bisschen, ja, aber es ist so im Schatten der, und ja, es war immer im Schatten von Mailand. Wie gesagt, Bergamo ist eine wunderschöne Stadt. Also wer da mal wirklich irgendwo in Mailand ist, sollte man den Ausflug rüber machen. Wirklich sehr, sehr schön. Aber sie haben natürlich immer im Schatten der großen zwei Mailänder Vereine gestanden, mit Inter und AC. Und trotzdem ist es ihnen eigentlich immer regelmäßig gelungen, die zwei zu ärgern. Und das fand ich halt immer so. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund hatte ich sie immer ein bisschen im Auge. Dass es mittlerweile auch eine Fanfreundschaft mit der Eintracht gibt, finde ich ganz angenehm. Aber so, ansonsten, wie gesagt, der italienische Fußball ist für mich auch nicht mehr das, was er halt war, als wir halt aufgewachsen sind. Ja, Irgendwie, allein da fand ich, hatte der italienische Fußball wesentlich mehr Flair. Und ich muss auch sagen, es würde mich freuen, wenn der ein oder andere Investor beim italienischen Fußball auch ein bisschen etwas in die Infrastruktur steckt. Also, wenn du dir das Giuseppe Meazza Stadion anguckst, ich glaube, seit 1990, seit der WM, ist da nicht viel passiert. ja, ich glaube, generell in Italien war das letzte Renovierungsarbeiten an den Stadien 1990 zur WM. Ja gut, wie gesagt, ich kenne nicht alle Stadien in Italien, aber ein paar kenne ich dann Ich auch doch. nicht, Und aber Michael. ich muss ganz ehrlich sagen, das Giuseppe Meazza Stadion kenne ich halt auch ein bisschen besser. Und als ich es das letzte Mal gesehen habe, war ich dann doch ein bisschen erschrocken. Das sind ja alte Stadien. Wobei, wie gesagt, es Ja. ist ja auch cool, aber da muss man natürlich auch sagen, auch die Fankultur ist ja in Italien wirklich kaputt gegangen, beziehungsweise dann auch wirklich kaputt gemacht worden. Wobei, also wie gesagt, da die Ultras natürlich auch nicht nur immer mit dem Finger auf andere zeigen sollen, denn was da ja abgegangen ist, konnte ja kein Staat mehr mit zugucken, aber es hat natürlich auch dieser ganzen, wie du sagst, der Atmosphäre geschadet. Wenn du früher nach Italien gefahren bist, ein bisschen die Stadien rein, da war ja Stimmung wie bei uns heute. Und Ja, definitiv, ja. im Prinzip mittlerweile hast du in Italien die Stimmung, was wir in den 80er Jahren in der Bundesliga hatten. Zwei Drittel leere Stadien. Ich würde sogar sagen, so schlecht, glaube ich, war es in Deutschland noch nie. Also zumindest zu meinen Lebzeiten.
Naja, wie gesagt, ich kann mich noch an Also Sachen. ich kenne italienische Vereine, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist erschreckend. Also da hast du dann teilweise das Gefühl, du bist bei Spielen vom FFC Frankfurt im Brentano-Stadion. Ich war im alten, also vor dem Umbau, also im 74er Waldstadion, gegen Wattenscheid vor 8.500 Zuschauern. Ja, aber wie Oder gegen gesagt, Uerdingen, da waren es 9-6. Wie gesagt, war mal toll, wenn die Großen kamen, Schalke, Dortmund, da warst du froh, wenn du 35.000 hattest. Also sprich, ein bisschen über halb voll. ja, aber wie Kann sich gesagt, heute ja eigentlich keiner mehr es gibt in der vorstellen. heutigen Zeit, gibt es in Italien Spiele, da kommst du nicht mal an 8.000 dran. Ja, du musst ja im Prinzip, die Problematik ist ja im Prinzip, die verhindern ja überhaupt, dass Leute ins Stadion kommen. Du weißt bis kurz vorm Spiel nicht, wo du überhaupt Karten kaufen kannst. Die Vorverkaufsstellen werden immer wieder gewechselt, dass du also immer gucken musst, wo du überhaupt mal eine Karte herkriegst. Also das ist wirklich Behinderung und wie gesagt, nahezu alle Ultras haben da riesige Meldeauflagen und Aber wie gesagt, das ist der italienische Fußball. ja. Wir fiebern dem deutschen Fußball entgegen, der ja am 20. dann weitergeht. Eben. Wie gesagt, bis dahin haben wir natürlich noch ein bisschen international quergucken. Und Transfermarkt. Und nicht vergessen, Jungs und Mädels, die Kicker-Mannschaft bei uns spielen, bis 20. läuft noch die Transferperiode. Auch daran stellen, dran denken, Mannschaften umstellen, machen und tun, Transfermarkt beobachten. Ja, dann schreib mal der Sabine eine WhatsApp, dass es Ja. nicht vergisst. Nee. Vor allem auch aufpassen, wer halt geht, wie gesagt. War ja auch bei uns Kevin Schade. Eigentlich hatte ich den nämlich auch bei mir auf dem Zettel, aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Tja, muss hoffen, dass er nicht genug Spiele macht, weil sonst bleibt er in Brentford. Gut, nächstes Jahr ist es mir dann ein Nee, aber das war so, da hatte ich auch mal dran gedacht, weil den hatte ich auch letztes Halbjahr in der Kicker-Mannschaft. Das war eigentlich kein schlechter Zug, aber jetzt hat sich's erledigt. Tja. Tja. Aber immerhin hatten wir ein Interview. Hello. Eben. Gut, da hat er aber noch nichts wo so viel verraten, dass er eigentlich weg will. Und hat ein paar Andeutungen gemacht und aber Ja, du, kam wie ja dann gesagt, noch. am Ende des Tages, glaube ich, geht das teilweise auch sehr, sehr schnell. Ja. Gut, aber wie gesagt, ey, es ist eine Riesenchance für ihn, das muss man natürlich auch sagen. Also, Du, wahrscheinlich ist das ganz normal, dass wenn dir ein englischer Verein anbietet, für ein paar Euros in der Premier League zu spielen, dass du wirklich überlegen musst. ja, nö, logisch, deshalb. Gut, ja, schauen wir mal. Das war's eigentlich für heute. Und dann würde ich sagen, am Montag geht's weiter mit Telco. Mal gucken, ob das Bienchen seine Stimme wiedergefunden hat. Ansonsten müsst ihr wieder mit uns zwei Folgen nehmen. Aber ich bin ja wie immer Optimist. Also, in dem Sinn, habt ein schönes Wochenende. Wie gesagt, genießt es und wir hören uns am Montag. Bis dann. Ciao.